Willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Lang ist es her, dass ich zuletzt ein Video hochgeladen habe. Aber dafür gibt es auch Gründe. Jetzt starten wir erstmal mit einem neuen Spiel. Wobei, es kam letztes Jahr raus. Trotzdem, hey Coopers, wir müssen 2. Es ist ja auch bald Weihnachten und ich wollte ja auch eigentlich vor diesen einen Monat noch ein paar Videos hochladen, aber ich werde auch mal selbst erklären, warum das nicht gehen könnte. Nun, zuerst gehen wir mal in den Spiel rein. Es ist die Fortsetzung von dem ersten Teil. Was denn sonst? Hier wird nochmal alles erklärt, falls das du nicht Super Mario kennst, aber ich kenne das, also überspringen wir mal das. Hier gibt es auch noch die viele Steuerung, Schema, Arten etc. Und ich nehme einfach mal den ersten Typ, weil ich auch damit angespielt habe. Es gibt schon sehr viele. Und damals gab es ja nur ein einziges. Und zwar genau diese Steuerung. Und statt Typ 7 heißt es einfach mal Legacy, wenn ich das richtig lese. Naja, und nun zu der Story. Ich rede wieder so scheiße, aber so schwer wieder reinzuschneiden. Story. So. Und da ich halt nicht so gut übersetzen kann und ich nicht einfach so still sein will und einfach mal umblättere, sage ich einfach mal, was in dem Ding passiert, ohne das, diese Schrift zu erzählen. Als der kleine Cooper von dem Klo rauskam, war die Party gecrashed. Und viele Freunde von Cooper wurden auch gekippt, inklusive auch Bowser. Ich verspüre Rache. Und Wario war ja noch in der Festung. Und als ich den besiegte, habe ich den ersten meiner 5 Kumpel-Freunde befreit. Komisch, aber normalerweise war hier ein riesen Ding und hat nicht diese Kanonending teilgenommen. Dann, in den Wald, wo es nicht wirklich ein Wald war, hat er auch Prinzessin Peach getötet. Nee, ganz ehrlich. In den eisigen Bergen hat Cooper eine größere Challenge gegen Waluigi, denn er fährt auf einen Eisbohrer. Glaub mir, wenn ich das übersetze, klingt das grauenvoll, aber naja. Und dann in der Pyramide des Wahnsinns stellte er sich gegen Luigi in den Kampf. Nun hatte er 4 von 5 Freunden gerettet. Jetzt gibt es nur noch einen Platz. Marios Castell. In dem Schloss waren noch alle 4 am Leben und hat sie endgültig alle nacheinander wieder besiegt und sind jetzt tot. Coopers letzter Kampf gegen Mario dachte, es wäre einfach, aber da war er in einem riesigen Mario-Becher. Doch selbst die Technologie hat gegen den Cooper fehlgeschlagen und damit ist auch seine Rache beendet. Er hat Mario auch getötet und den letzten Cooper-Freund gerettet. Doch nach einer kurzen Zeit später flog dieses Luftschiff weg. Ein Unbekannter. Und da drin war auch Bowser als Gefangener. Ohne zu zögern, hatten die noch einen weiteren Luftschiff gefunden und einige kamen sogar mit ihm, dem Cooper zu helfen. Der Gegnerschiff flog in eine Richtung, wo es jetzt außerhalb der Insel ist. Und hier auch mal ein schönes Detail, Marios Schloss einfach mal komplett zertrümmert. Okay. Die versuchen, das Schiff zu verfolgen und kommen eine neue Insel. Ohne Warnung
schoss auf einmal von dem Gegnerschiff eine Kanone ab und unser Luftschiff wurde getroffen und stürzt ab. Nun beginnt das große Abenteuer erneut. Was auch eine coole Erneuerung ist, es gibt nicht mehr Koopa, sondern noch das Shy Guy und Goomba zu spielen. Doch, wenn ich mal ehrlich bin, ich wechsle mal einfach mal jeden Part. Ich bin heute erstmal mit Koopa. Was auch erstmal cool ist, oh mein Gott, er kann ja springen. Habe ich jetzt ernsthaft die Steuerung auf Legacy eingestellt? Tatsächlich. Ja. Also schon mal ein Fehler drin. Ja, jetzt geht's. Also, willkommen zurück bei Studio 2. Jetzt hatte sogar Sprunganimation mit Koopa. Hat man damals nicht. Lief einfach nur so ein Flug in die Luft. Das ist cool. Und es gibt sehr viele Animationen, Details, wie dass er einfach nach oben guckt, dass er in einen Panzer reingeht, dass er wirklich schlüpft. Warum er davor nicht konnte, weiß ich nicht. Dass man mit. Das erkläre ich auch alles später. Hier ist so gesehen das Tutorial-Raum. Und hier wird nochmal alles erklärt. Hier muss man springen. Hier muss man öfter das Springknopf drücken. Wie zu schwimmen. Ja, ich möchte also einfach so schnell wie möglich das Tutorial durchhaben. Das ist nicht mit dem Boss raus. Okay. Und zwar, wenn du Anlauf nimmst und dann nach unten drückst, dann machst du so gesehen einen Spin-Dash. Und wenn du einen Panzer hast, das ist auch so geblieben, wenn du Panzer hast, dann kannst du Blöcke zerstören. Das heißt, wenn er einmal getroffen wird, dann hat er eben keinen mehr. Hier erklärt man, wie man die Leiter benutzt. Einfach hoch und runter, wobei die Animation auch richtig geil ist. Also, ich freue mich echt auf das Spiel. Es gibt viele neue Level, viel mehr als 15. Aber so lang wird das Spiel nun auch nicht. Dann gibt es auch noch Wandspiele, die sind aber ein bisschen schwerer auszuführen. Wie ihr seht, vielleicht braucht ihr auch nur ein bisschen mehr Übung. Dann als nächstes den Starman. Das wird zum Beispiel ein Stern. Mit einer richtig geilen Disco-Musik. Und so wie auch bei Mario kann er auch Salto springen. Und der ist natürlich unverwundbar. Ist klar. Ein weiterer Block. Und zwar gibt es noch ein Detail von Super Mario Bros. 2. Und zwar, wenn man solche Rüben rupft und sie dann wirft. Oh, nice, alles kaputt. Ja, dann. Du bist keine Rübe, zieh dich. Alter, was ist das? Ja, genau, vorher kann man ja auch ernten. Warum nicht? Ich denke, das soll ein Hammer sein. mir gefällt das Spiel hier schon. Burgers kann man heutzutage auch pflanzen. Wo war ich ja eigentlich jetzt? Achso, das Teil von Super Mario Bros. 2, dass man ja auch Rüben rupfen konnte und die Gegner damit verletzen bewerfen kann. Finde ich echt cool. Nur leider kann ich den Burger nicht essen. Ist sonst noch etwas Geiles? Außer diesem Block. Was ist das? Ach, das soll ein Zahn darstellen. Alles klar, was habt ihr dafür Ideen? Labtaco. Ja, immer noch selber Entwicklerteam. Wir waren ja auch bei einigen Stellen etwas innovativ, aber um ganz ehrlich zu sein, war dieses erste Spiel auch richtig schwer. Und ich verlange sogar, dass dieses Spiel auch schwer ist. Der Schwierigkeitsgrad hat mir gefallen, also es geht natürlich nicht mehr. Das Spiel natürlich alles zu schwer war. Heute geht's. Hier kann man nochmal die Charaktere wechseln, wobei man das auch in Hauptmenü machen kann. Hier sieht man auch das ganze Musik, da weiß man ja noch nicht. Und hier ist der Raum, denn die Koopa-Ringe wurden auch mitentführt. Von einem mysteriösen Zauberer, der so aussieht wie Kamek, aber Kamek kann das ja nicht sein, weil die sind natürlich eher auf unserer Seite. Also wer ist dann dieser mysteriöse Zauberer? Einfach mal den unbekannten Kamek. So. Alles klar. Wir sind jetzt hier in Welt 1 bei dem Crashed Airship und wir fangen einfach mal mit 1-1 an. Baby Steps. Babyschritte. Okay, ich sage das einfach nur auf Englisch, weil Englisch steht manchmal viel cooler. So.
erste Level und es ist so cool. Und ich habe dich ja doch vorhin gesehen. Bist du ein Kumba-Kopie? Ja. So dumm wie du eigentlich reinläufst. Und wir haben schon eine Feuerblume. Nur leider ist es so, dass die Feuerblume nicht mehr so wie beim ersten Teil ist. Wirklich einzigartig. Feuerschwein, aber. Naja. Genau, du findest es trotzdem mal so. Obwohl mir die Blume echt gefallen hat. Von einem auch in den. Moment, war das ja gerade noch eine Blume. Ja, vergiss es. Dann nehme ich halt alles, was ich kriegen will. Ja, bei diesen, was nochmal? Achso, in dem Buch, glaube ich. Da stand da so. Ich bin jetzt schon matt im Kopf, aber das könnt ihr auch merken. Der ja nach einer langen Zeit wieder einsteigen wollte. Das ist echt grauenvoll. So, die Babys sind auch wieder da. Das heißt, wenn man vier von denen umbringt, dann kriegt man ein Leben dazu. So gehen. Ja, das ist ja auf jeden Fall ein perfekter Tod, dass ich nicht mit Wandspuck kriegen konnte. Da können wir auch gleich das nächste Detail sehen. Wenn du stirbst oder ein Level schaffst, dann ändert sich auch die Tageszeit. Und wie ihr seht, ist er diesmal ohne Unterwäsche. Aber noch ein Detail. Oh, falscher Knopf. Wenn man ein Panzer ist, dann kann man ja sogar von kleinen Gegnern geschützt werden. Also die fallen einfach an dir ab und die laufen weiter. Man kann sie auch zwar mit dem Panzer schlagen, aber naja. So, hier ist eine Feuerblume. Und da ist gleich noch eine. Verstehe ich. Naja. Dieser Tod werde ich auf jeden Fall merken als der unnötigste. Da springe ich hier hoch. Auf den. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich hätte sogar Namen. Ich nenne den Pilzkuber. Innovativ. Ja, ich werde auch hier versuchen, 100% zu schaffen, weil jetzt gibt es nicht einfach nur, ja, du läufst von A nach B, kann man ja gleich Speedform machen. Nein, es gibt jetzt auch Star Coins. Hier so gesehen Silbermünzen. Das ist, glaube ich, der letzte One-Up. Die sehen so ähnlich aus, die letzten One-Ups. Hier ist schon die dritte Blume. Hier kommen ja aber richtig viel. Ich hoffe, das Spiel wird schwer. Aber von einem ist es sehr schön design. Das ist eine Röhre, das weiß ich. Wenn ich nach oben drücke, dann komme ich auch. So. Nice, Mann. Einfach mal hier auf einen Panzer. Das ist cool. Also auf diesen Angriff hätte ich ja vielleicht in den ersten Teil gefreut, bis ich herausgefunden habe, dass es ja gar nicht gab. Zumindest das Kind. Und man kann jetzt auch einfach in den Babys laufen. Der gibt ihnen noch einen schönen Kick dazu. Das heißt, ich brauche nicht mal Angst zu haben, wenn ich ihn berühre, dass sie mich verletzen. Ist auch gut, denn die Babys sind so oder so wehrlos. Egal, ob das Mario Babys sind oder nicht. Halbzeitflaggen gibt es jetzt auch. Das heißt, die Level, die sind auch, sag ich mal, groß, weil. Ah ne, die gab es auch schon in den Vorgängen. Stimmt. Ich glaube, die Level sind ungefähr gleich so groß. Also ich werde so wie in jedem Part machen, so wie bei allen anderen Projekten, die ich auch wieder hinaufsteigen möchte. 20 Minuten ungefähr, vielleicht länger oder kürzer, je nachdem. Man wird zum Sonnenbord ab. Ja, so viel gibt's zu erklären in diesem Spiel. Ich meine, diese Richtung da. Schön, dass ich hier fallen bin. Und was ist das? Was ist das für ein Pilzpiranha? Ich glaube, so nenne ich den auch. Ich habe hier absolut keine Ahnung, was das sein soll. Die erste Spielberührung. Gibt es sowieso bei Mario Maker überall. Hier ist auch schon die letzte Silbermünze. Das kann doch gar nicht sein. Wenn hier noch Baby Mario da ist. Zack. Ach ja, hier werden die Silbermünzen, die du mit 3 hast. Die sagen, die werden irgendwas freischalten. Und ich weiß ja auch schon was. Nämlich bei diesem Musikraum, wo wir noch nicht reingekommen sind, dass hier mehrere Tracks freigeschaltet werden. Und ja, dann wollen wir einfach mal warten. Das ist wirklich jetzt. Sammeln, sammeln, sammeln. Da habe ich auch das Sammelspaß hier. Das ist schon neu. Also
selbst wenn es ja wirklich jahrelang gebraucht hat, um das Spiel zu entwickeln, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Alter, mit dem zweiten Tod hätte ich wirklich nie diesen Level gebraucht. Nein, ich glaube, ich bin zwei auf einmal nah am Ziel. Es wird cool. Neue Charaktere, neue Power-Ups, neue Welten. Alles drum und dran. Und schöne Details, so wie auch, dass man, wenn man an den Gräsern vorbeiläuft, ein bisschen rascheln und sie auch verbrennen kann, wenn sie zur Asche. Diese Pilz-Piranhas. Sie haben auch Mühe gegeben, neue Gegner zu machen. Es gab ja eigentlich nicht so viele. Ich glaube, es gab mal Yoshi, Toad. Und mehr gab es auch nicht. Und ich habe jetzt ein Achievement bekommen: Baby Crusher. Ja. Also, ich spiele das auch bei Nöbel und zwar bei Laptaku selbst, ich nicht selbst aufnehmen kann. Und ich habe auch noch extra die Mikrofon-Lautstärke lauter gemacht an meinem PC, weil das war so leise. Und hatte ich auch noch andere Wege versucht. Oh, schönes Ziel: Super Mario Bros. 3. Mal den Hinweis zu speichern. Das mache ich aber einfach mal. Maus bitte an und gehe hier auf den Speicherknopf. Wir haben jetzt schon 2,6% fertig, aber das ist ja noch das Anfang des Spiels. Also nicht so wirklich auf den Prozent achten. Das ist auch mehr, ja, nicht nur die Level, die du geschafft hast, sondern auch was du gesammelt hast. Aber ich glaube, das kennt auch jeder. Dann gehen wir einfach mal in den zweiten Level. Welt 1, 2, Fungi Beetles Domain. Dachte, so wie bei jedem Spiel, auch bei Fanspiele, der zweite Level ist ein Gott-Level. Wobei ich mag sie auch. Diese Musik. Es gibt hier so viele Tracks in diesem Spiel. Kann ich nicht. Okay, ich hab's aber mit Panzer besiegt. Das soll kontinuierlich was übersetzen. Ja, es gibt ja auch in diesem Spiel sehr viel Musik. Tracks und sowas. Das ist ja auch was Cooles. Und dann auch noch unabhängig von den Tag- und Nachtzeiten. Hier erklärt ihr mir wohl wahrscheinlich die Plattformen. Ja, wenn meine Beine schießt, dann fahr ich runter. Super. Oh, die Yoshi sind ja auch wieder da. Oh, aber ich kann sie nicht mit Feuer tun. Alles klar. Ich kenn so einen Gegner. Das ist sowas, wo man so einen einmal drauf schiebt, dann wird er ein Platter. Das ist von Super Mario World, glaube ich, aber das ist gerade nicht, wie der nochmal heißt. So irgendein Dino ist das, genauso wie Yoshi. Eigentlich. Ui, der war ja knapp. Mario, tschüss. Warum hast du so viele extra Leben? Die Münze war Glück. Meine Gänge, ey. Okay. Ich kenne hier so viele Power-Ups hier. Selbst also, wenn das mit voll gut ist, es ist schon sehr viel. Ach du Scheiße, das war ja knapp. Aha, noch einmal hier. Kommt die Plattform? Ja, die kommt. Super. Dann machen wir hier weiter. Ja, schöner Gegner. Was ich auch cool finde. Je nachdem, welches Power-Up du hast. Ändert sich auch der Rahmen. Ich hoffe einfach mal, hier ist eine Feuerwehrmusik. Ui! Das Spiel ist schon schwer. Will ich hoffen. Will ich hoffen. Ah, ich sehe hier auch eine an der Decke, vielleicht springt er gleich an. Ja. Und hier ist er. So. Den kann ich aber natürlich nicht kicken wie die anderen, selbst wenn ich. Schlechtester Tod überhaupt. Ich komme noch nicht so ganz mit dem Steuerung zurecht, aber was doof ist, es fängt jetzt wieder nach vorne an, das Level. Das heißt, jetzt wird doch ein bisschen gespeedrunnt. Und ich habe das Spiel bisher gespielt. Zu diesem zweiten Level. Diese Untergrundmusik in der Nacht ist viel klar. Also den müsst ihr einmal selbst hören.
werde ich auf meinen zweiten Kanal hochladen, also der ist nicht so ganz inaktiv. Nur, es wäre halt noch ein bisschen zu viel, den ersten und zweiten Kanal zu machen und der zweite Kanal hat Soundtracks, weil schon echt zu viel. Aber ey, Kubas würde ich manchmal das gerne. Ausnahmsweise. Naja, es sind ja zwar viele Tracks, aber so viele auch nicht. So wie zum Beispiel Mario Kart 8. Da habe ich ja viel zu viel zu tun. Ich habe auch zu wenig Zeit. Ferien natürlich. Da habe ich ja Zeit habe. Ja stimmt, warum kam überhaupt nicht? Das ist ja keine Videos. Kannst du das bitte entdecken? Das liegt ja halt so. Ja, wegen Schule, aber es steckt viel mehr dahinter als nur. Ja, okay, es ist ja nicht Schule. Aber das, was ich erzähle, ist ja wirklich Wahnsinn. Also ich hatte ja einmal erzählt, bei solchen Videos, dass ich ja Theater gewählt habe. Und das Problem war, wir haben es so lange gemacht, bis zu den Ferien. Also wir reden ja noch von Anfang Sommer, Ende der Sommerferien. Da hatte ich auf jeden Fall Technik gemacht, weil ich bin ja halt nicht so gerne im Vordergrund. Und ja, da ging es ja bis nach den Ferien. Dann ist es ja schon Ferienzeit, also ich habe ja noch eine Woche Praktikum zu lernen. Wobei in meinem Betrieb war das auch ein großes Ort, wo Handwerker oder sowas in Richtung. Naja. Ich habe das ist ja da. Das ist ja richtig eng hier. Das wird schon schwer, ich merke es. Ich muss mal jetzt auf den Punkt kommen. Also erstmal, ja. Dann haben wir auf jeden Fall nach dem Herbstferien richtig mit der Schule angefangen. Jetzt denkt ihr natürlich, mit so einer kurzen Zeit, dann so viele Arbeiten zu schreiben. Ich meine, eineinhalb Monate, da musste ich ja wirklich alles machen. Mir war wirklich viel zu viel. Das ist und zwar lag es einfach daran, wir haben so viele Arbeiten bekommen und das auf einmal und so wenig Unterricht zum Üben. Es gar nicht glauben. Also nach meiner Meinung nach. Schön, das ist ja halt jetzt mal ein anderes Siebende. Luigi Flagge. Da bin ich aber mal gespannt. Hello Switch Plays. Ja komm, erledigen wir noch das. Das wird wohl wahrscheinlich erklärt. Press the big button to place. Ja. Das kennt man ja auch von Super Mario World. Switches, wenn man die aktiviert, dann werden diese Blöcke an. Keine Ahnung, warum ich hier jetzt ankommt. Naja. Ja, gerade ist der Bild. Ja, ich werde bewegt. Okay. Hat der Wonderpünze geleuchtet? Ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Ich sehe das sogar nicht. Die Bowser-Münzen sind natürlich auch wieder da. Meine Bowser-Münze gleich 10. Diese wird natürlich viel besser als 8. Okay, dann wollen wir nochmal auf den Knopf hier drücken und dann eintritt es meine Welt 1-2 zu betreten. Daumen hoch dafür! Schön. Dann gehen wir wieder an den zweiten Level. Es ist auch wieder Nacht, also wieder die geile Brücke in den Untergrund. Ich finde es einfach cool. Und da ich halt wieder nochmal hingehen möchte. Oder wer muss, kann ich mal weiter erzählen. Ja, es war einfach viel zu viel. Und das leidet wirklich meine ganze Jahrgang. Ohne Witz. So dumm, dass man Theaterprojekt oder sonst irgendwelches Projekt, also jeder Jahrgang hat was anderes gehabt. Meine Medien, ein Design. Bei mir war es Theater. Okay, was ist das? Tja, das war ja so eine dumme Zeit. Ich meine, wir waren 9. Klasse bei einer Gesamtschule. So eine Zeit zu machen. Ich meine, ich möchte ja ein Ideal schaffen. Ich möchte ja viel mehr rausholen.
Gerade für die Realschüler ist es echt zu viel. Ich meine, was ist mit der Schule los? Wieso fangen wir so eine bis späte Zeit an? Das ist ja wirklich... Beziehungsweise, warum fangen wir überhaupt damit an? Verstehe ich überhaupt nicht. Die wissen ja sogar, dass es Zeitmangel gibt. Wir müssen auch noch viel mehr lernen. Wir haben wenig Unterricht, wir müssen mehr zu Hause üben. Ich konnte selbst in den Wochenenden nichts anderes denken, außer die Schule und viele arbeiten zu. Das ist ja katastrophal. Also, die Leute, die von meiner Klasse gegangen sind, können echt nicht mitgehen, weil das, was da dann passiert ist, ist einfach nur der größte Schrott. Also, ich habe ja dieses Jahr sogar vorgenommen, keine 3 mehr. Hier ein Zeugnis zu kriegen, das wird knapp sein. Ein einziges Zeugnis, ja, wird auch knapp sein. Naja, aber das liegt ja alles mit dem Zeitplan. Ich kann ja nur sagen, wir haben ja nicht nur das, sondern auch eine Präsentation für diesen Halbjahr. Ich muss mal wissen, was da rauskommt. Ja, okay, perfekt. Gib mir ruhig ein bisschen Blatt. Leben. Ich glaube, die Leben brauche ich auch drin. Ja, das war ja einfach nur... Ja. Da kann ich sie noch kriegen. Lol. Ah, schön, aber das ist jetzt... Okay, wir kommen jetzt in einen Bereich. Was war das? Ja. Präsentation hatten wir ja auch. Letztendlich... Ja, da ging es mir auch sehr schlecht, weil ich habe ja, sag ich mal, ausreichend Material mitgebracht, ein paar Hefte über mein Thema, aber der Thema war ja auch interessant. Die besten Themas, das kann ich euch mal einen Tipp geben, die besten Themas sind immer die großen, wo wahrscheinlich nicht so viele darüber wissen, oder Themen, die überhaupt niemand kennt, weil das auch dann interessant für den Prüfer sind. Also, da haben wir mehr einen Bekannten genommen, so wie zum Beispiel die... Okay, vielleicht sage ich das mal nur mal anders. Das ist ein Thema. Ich hatte auf jeden Fall gut zusammengearbeitet, Zusammenarbeit war super, das ging auch. Aber ohne Witz, danach war ich total fertig. Und generell davor war ich ja auch fix und fertig, da hatte ich ja gar keine Lust mehr auf die Schule. Da musste ich ja ein ernstes sogar einen Tag krank schreiben, weil diese eine Woche vor... Der Präsentationswoche war einfach nur grandios. Ja, okay, gerade im Raum. So wie das hier. Schönes Wort. Ich bin anscheinend jetzt ein Level durch. Ja, ich kann nur sagen, die Woche davor 4 Arbeiten, 2 Präsentationen und eine Referatabgabe. Wobei mit dem Referat war ich ja schon lange fertig, aber. Sehr, sehr schlimm. Und dann noch die Woche danach, da musste ich ja noch eine Präsentation machen. Da war ich wirklich tot. Wirklich, mein Kopf war leer, ich war schwach. Ich konnte gar nichts imstande haben und konnte tatsächlich einen Tag lang nichts schreiben, außer nur Müll. Beziehungsweise irgendetwas, was wirklich niemand lesen kann. Meine Schrift kann ich selber nicht lesen, aber selbst meine Schrift konnte ich ja nicht lesen. Fand ich einfach nur... So scheiße. Ich bin nur froh. Ich bin durch. Ich brauche nichts mehr darüber zu denken. Die Noten, die kriege ich ja erst im Januar. Also. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Keine 4 Zeugnis wird schwer. Eine 1 im Zeugnis vielleicht noch schwerer. Aber ich gebe mein Bestes. Ja. Jetzt habe ich ja fast nur gelabert, anstatt auf das Level zu konzentrieren, aber naja, es ist auch wichtig zu erfahren, was überhaupt mit mir passiert ist. Ich habe ja versprochen, ja noch mehr noch mehr Videos hochzuladen. Ich habe übrigens meine Konsole immer noch nicht umgebaut in dem Wohnzimmer, weil ich natürlich keine Zeit hatte. Aber bald kommen auch wieder Video-Projekte wie Splatoon. Oder vielleicht irgendwann wieder Mario Kart. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, den Button hat euch wieder mal gefallen. Gebt einen Daumen hoch, dass ich wieder da bin. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Part.